Ja, moin moin und herzlich willkommen zu LP Gonji. Es ist morgen. Das ist keine normale Horde. Ich habe hier, warte mal, zeige ich euch gleich. Ich habe jetzt, oh, die liegen hier gar nicht mehr. Habe ich hier runtergeballert. So, da unten sieht man sie noch, die Spider-Zombies. Die waren so freundlich und haben hier so eine. Ja, doch, anspruchsvolle. Nö, anspruchsvoll würde ich jetzt nicht sagen. Ist ja auch am nächsten Morgen, ja. Eine kleine Horde angezogen. Glücklicherweise ohne Feral natürlich. Aber ein paar Minuten werde ich wohl mit denen beschäftigt sein. Hier langsam. Schade, dass ich die nicht mehr looten konnte. Ja, Folge 81 würde ich sagen. Aber wir können hier auf jeden Fall schon mal schauen, ob sich mein Haus lohnt, so wie ich es gebaut habe. Ob es standhält. Denn was ich eigentlich noch vorhab, wenn jetzt nicht in Kürze die Alpha 13 rauskommt, würde ich gerne nochmal den nächsten Hordenangriff quasi als Nachschub nochmal bringen. Weil ich ja unglücklicherweise die letzte Horde ja weggelassen habe. Also wofür ich jetzt nicht viel konnte, aber sie war halt weg. So. Ja, ansonsten ist natürlich am Tag jetzt, also die paar Zombies, die hier kommen, glaube ich, werde ich relativ entspannt wegbekommen. Ja. Der nächste. Ja, das war's eigentlich auch schon. Also ja, war es nicht, aber so das Wesentliche ist ja erledigt. Ja, die Spider-Zombies haben mich auch ein bisschen überrascht. Weil ich habe natürlich hier keinen Schutz vor den Spiders gehabt. Da hinten sind noch Bienen. Die sind natürlich schön hochgekommen. Einen habe ich nach unten erledigen können. Aber den anderen oder die anderen beiden dann nicht mehr. Und das hat dann natürlich auch zu lange gedauert. Und dadurch ja, habe ich ein bisschen Schaden erlitten. Ansonsten ja, habe ich noch ein bisschen an meine Mikro-Einstellung rumgebastelt. Ich denke mal, mich hört man jetzt ein bisschen besser. Also weniger Rauschen. Hört man jetzt wahrscheinlich noch nicht, weil sie hier so viel Action ist. Und ich habe schon mal ein bisschen für die Shotgun vorgesorgt. Und ich habe mir noch eine neue Steel-Pickaxe gebaut. Die ist ein bisschen besser nochmal. Hat 2 Block Damage mehr. Denn ich bin ja immer weit gelaufen für eine Mine. Und ich habe hier eine in der Nähe. Die werden wir uns jetzt mal angucken. Ja, hier liegt ja ein bisschen was. Ich habe so die Befürchtung, dass ich zu der nächsten Horde noch ein bisschen was machen muss. Ich fühle mich hier nicht sicher. Denn wenn die hier alle sterben. Guck mal, die kommen doch hier hoch. Ich werde hier auf jeden Fall noch einen Block oben raufsetzen. Muss ich machen. Nicht, dass mir das so geht wie beim letzten Mal. Wieder schön Panne. Guck mal, die paar Zombies, wie viel Schmutz die schon machen, das ist auch normal. Aber schön ist, dass ich eigentlich kaum Pfeile verbraucht habe und kaum Munition, denn hier gehen schon ein paar bei drauf. Und das ist gut so und so soll es sein. Alter Schwede. Ja, ist klar. So, hat auf jeden Fall standgehalten. Gut, war ja jetzt auch.
Die sind ja quasi am Tag, also es war glaube ich 3.50 Uhr oder 3.45 Uhr oder so. Das war jetzt nichts Tragisches. Krieg ich den weg? Ja. So, ein bisschen aufräumen. Oh, da ist Holz. Ah ja, das ist von der Treppe noch, okay. Aha. Na klar, ist das Holz. Da hat wohl ein Zombie Holz mitgebracht. Ja, okay. So. Ja, wer gedacht hätte, ich gehe direkt mit einem Minibike ab. Habe ich eigentlich auch gedacht, aber dann habe ich mir gedacht, nee, ich mache erstmal Muni. Denn ich habe echt wenig. Also finde ich zumindest. Vor allem Shotgun-Muni möchte ich gerne haben. Den brauche ich mir nämlich gar keine Sorgen mehr machen. Das werde ich nämlich jetzt nochmal einen Tag einlegen. Und dann werde ich mich schön auf Reise begehen. Und da... Okay. Wie ist das denn gefallen? Dann werde ich mich nämlich auf Reisen begeben. Und auf jeden Fall nächsten Tag mir nochmal eine zweite Mini-Base, also einfach nur so eine Übernachtungsbase aufbauen. Das hatte ich ja schon mal vor, bevor ich das Minibike gefunden habe. Oder fertig hatte. Ups. Und zwar in der Stadt hier hinten hätte ich gesorgt. Hier oben. Denn da habe ich noch nicht wirklich viel erkundet. Hier will ich auf jeden Fall irgendwie nochmal weitergehen. Denn zerstörte Stadt ist ja dann doch immer ein bisschen stressiger. Könnte ich auch hin. Werde ich sicherlich auch noch. Aber nicht in der Sekunde. So, das Reparieren mache ich nachher. Das war jetzt aufwendig genug. Und gegen die Bombe ist natürlich keiner gelaufen. Muss ich aufpassen, dass ich da nicht gegen klopfe. Und eigentlich würde ich auch gerne nochmal so ein kleines Event aus dem nächsten Angriff machen. Sprich... vielleicht nochmal ein paar coole Bomben aufbauen und so, damit ihr nochmal richtig was zu sehen habt, bevor die Alpha 13 kommt. Ja. Beziehungsweise, ich hatte mal geguckt gehabt, ich glaube um den 3. November rum müsste die 80. Folge rauskommen. Ist jetzt die Frage, 3. November, ist das richtig? Ja. Kann natürlich gut sein, dass die Alpha 13 jetzt schon längst raus ist. Oh, wir schauen mal. So, hier ist eine Höhle. Die habe ich irgendwie vorher nie gesehen. Oder ich hatte es halt noch nicht aufgedeckt. Ich weiß es gar nicht so genau. Und ich gehe natürlich erstmal bis unten durch. Die Mats für... die Shotgun Muni habe ich auch schon mal so weit gemacht. Oh, das ist aber eng hier. Es fehlt mir halt nur noch Gunpowder. So, oh, schnell laufen ist immer so eine Gefahr. Kann man sich schnell seinen Fuß brechen. Aber wenn ich mich nicht... Oh, auch, glaube ich, eine coole Höhle, oder? Ah, ich sehe schon wieder... Ich sehe schon wieder was, was ich gebrauchen kann. Wir machen das mal weg. Hallo? Okay. Sieht ja eher aus wie Gravel, aber gut. Das ist Stein. Ey, dass ich nicht mal eine ordentliche Ader finde, ne? Das ist immer nur so ein Fisselkram hier. Von Potassium. Das nehmen wir mit. Gravel können wir gebrauchen. Aber ansonsten brauche ich, ja, Eisen geht immer. Aber ich brauche Kohle und Potassium. Ohne Ende. Na, da geht das weiter mit Potassium. Und Gravel. Und Gravel habe ich eigentlich recht viel. Leckt mir ein bisschen.
So, viel schneller geht das ja jetzt mit der gerade irgendwie nicht, gefühlt. Ach, hör doch mal. So, das eine müsste doch Kohle sein. Das. Potassium, ne? Das nochmal Potassium. Ja, das ist Stein. Voilà. So, was ist das? Kohle? Judy. Ah. Ich verstehe gar nicht, warum ich die Hülle nicht vorher gesehen hatte. Muss ich eigentlich nochmal... Ja, das hatte ich ja schon mal gesagt. Das ist ja in den Aufnahmen ein bisschen schwierig. Ich habe ja jetzt nicht ständig auf die Map geguckt. Also hier kommt auf jeden Fall schon mal Bad and What. Da kriegen wir auch ein bisschen Gun... Powder raus. Aber das sieht aber nach einer kleinen Ader aus. Ja, 300 der Quali, ne? 300 der Quali ist nett, aber auch nur nett. Ernsthaft? Achso, hat er jetzt einen Stein zerkloppt. Balla, balla. So, machen wir hier nochmal weiter. Jo, also, ihr wisst, was ich vorhab. Ne, wir gucken nochmal kurz in die Höhle rein. Hier komme ich ja gleich nochmal lang, wenn es nicht so lecken würde. Ja, Potassium, sehr schön. Hört ihr hier auf? Nö. Hier ist noch Mr. Leiche. Sehr schön. Potassium. Hier auch. Was ist das denn? Das gucken wir doch nochmal. Dann wisst ihr auf jeden Fall, was ich gleich looten werde. Ohne Ende. Na? So, 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 so. So, so. Nein! Oh, okay. Hält das nicht? Nanu, kriegen wir es denn? Das hält. Okay. Aber es geht ja. Sieht ja eigentlich ganz nett aus hier, ne? Ich glaube, hier hätte man sich das auch schick machen können. Bisschen gruselig hier mit dem Wasser, ne? So, hier, okay. So, da muss ich jetzt mal einmal gegenschlagen. Das, ist das... Das ist doch nicht alles Potassium. Das ist doch alles... Potassium? Oder sehe ich das falsch? Ich habe eine Potassium-Kanne gefunden. Das ist ja mal eine Runde ziemlich geil. Also ich habe zu tun, muss allerdings auch noch ein bisschen Kohle finden, ansonsten bringt mir das ganze Potassium nichts. Aber das werden wir, da bin ich mir sicher. Und ja, ihr wisst so quasi, habt so einen kleinen Einblick, wann ihr das nächste Mal einschaltet oder wann das nächste Mal ein Video kommt. Und zwar, wenn ich genug Gunpowder habe und nochmal eine schöne Rundreise mache mit einem Miniboyk, was wir ja seit Folge 80 haben. Und bis dahin, ja, bleibt mir treu, lasst einen Daumen da und ich wünsche euch was. Also bis dann, euer Gonchi.